Besser? Hallo Frankfurt! Hallo Deutschland und Europa! Servus! Wir sind heute hier. Hallo. Wir sind heute hier, um friedlich zu demonstrieren. Ich greife das auf, die Polizei soll friedlich sein. Wir sind friedlich, also bitte. Wir sind hier, um gemeinsam gegen ACTA zu demonstrieren und unser Wort an die Bevölkerung und an die Öffentlichkeit zu richten. Wir sind ein breites Bündnis hier und ich möchte auch die, die nicht in dem Bündnis sind, grüßen. Auch die helfen. Ja. Wolf grüßt euch! Hallo. Viele von euch erkenne ich wieder! Ihr wart vor 2 Wochen schon hier! Richtig! Viele sind dazugekommen und manche sind heute nicht hier, sie sind bei der Aktionskonferenz. Aber wir sind genug! Am 11. Februar bei der Demo habe ich gesagt, heute haben uns viele gehört, unser Protest fängt aber erst an. Zu Ende ist er, wenn ACTA nicht ratifiziert und umgesetzt wird. Unser Protest geht hier und heute weiter. Heute am 25. Februar in Frankfurt, in Europa und auf dem ganzen Planeten. Vor 2 Wochen hat einer gesagt, regt sich doch nicht so auf. Und ich habe gesagt, über den ganzen Scheiß muss man sich aufregen. Was hier abgeht. Ich habe wieder ein Beispiel für falsche, unsinnige, angewendete Urheberrechte. Ein großes, auflagenstarkes Magazin hat im Dezember 2010 berichtet, Kinder sollen für Singen bezahlen. Die GEMA mahnt Kindergärten ab. Als hätten Kindergärten nicht schon genug Sorgen, die GEMA fordert Gebühren fürs öffentliche Singen. Kindergärten sollen einem Zeitungsbericht zufolge für das Singen von Kinderliedern Gebühren an die Musikrechtegesellschaft GEMA zahlen. Immer dann, wenn für Kinder Liedtexte kopiert werden oder sie öffentlich auftreten, würden die Kindertagesstätten künftig zur Kasse gebeten. Ja, so ist das hier in Deutschland. Scheiße! Große Scheiße! Richtig! Fuck you! Richtig! Interessant dazu, in Deutschland gilt ein Fotokopierverbot für Noten. Es ist im § 53 des Urheberrechtsgesetzes festgeschrieben. Das gilt auch für Kopien im privaten Bereich. So. Nicht nur wir, Privatleute, Parlamentarier, viele Staaten, Vereinigungen und Organisationen sind mittlerweile überzeugt, dass das Zustandekommen von ACTA, der Inhalt von ACTA und der Weg, den ACTA den Rechteinhabern vorbereitet, nicht im Sinne von uns, von Demokratie und Allgemeinwohl ist. Und daran sind wir dran schuld, weil die jetzt alle aufwachen. Aufwachen! So. Ihr kennt das Schild vom letzten Mal. Kennt ihr das? Ja. Okay. Wenn ich es hochhalte, bitte ich euch alle, Stopp ACTA zu rufen. Alle sollen unsere Forderungen hören. Wir akzeptieren nicht, dass die Dokumente und Nebenklauseln von ACTA immer noch geheim gehalten werden und Verhandlungsdokumente unveröffentlicht bleiben. Deshalb fordern wir Stopp ACTA! Wir akzeptieren nicht, dass ACTA den Abbau von Nutzerrechten vorantreibt, anstatt sie aufzuhalten. Deshalb fordern wir Stopp ACTA! Wir akzeptieren nicht, dass ACTA wenig mit dem Schutz des geistigen Eigentums zu tun hat, sondern lediglich eine Einnahmequelle der Industrie und Rechteinhaber ist. Deswegen fordern wir Stopp ACTA! Wieder seine Klasse! Ja! Wir akzeptieren nicht, dass ACTA Entwicklungsländer benachteiligt,
schädigt und Wettbewerb und Handel verhindert. Deswegen fordern wir. Wir akzeptieren nicht, dass ACTA die private Zusammenarbeit zwischen Rechteinhabern und Internetanbietern fördert, um Rechtsstaatlichkeit zu umgehen. Deswegen fordern wir Stopp ACTA! Dieser Vertrag ist einseitig, unausgewogen, intransparent und wettbewerbshinderlich, nutzerfeindlich und ungerecht. Der einzige Grund der Industrie für ACTA ist lediglich, überall ein Preisschild aufzubringen. Fuck you! Deshalb fordern wir Stopp ACTA! Dankeschön. Geht uns weiter. Wir akzeptieren außerdem nicht, dass sich ARD und ZDF positionieren. Hört gut zu, ARD und ZDF. Und die Ratifizierung von ACTA fordern. ARD und ZDF haben keine Lobbypolitik zu betreiben. Das ist nicht ihr Auftrag. Und dafür zahlen wir keine GEZ-Gebühren. Nein! Ihr Auftrag ist es, die Öffentlichkeit über unsere Proteste und Forderungen zu informieren, sachlich, umfassend und ohne Partei zu ergreifen. Das fordern wir und wir fordern auch. Stopp ACTA! Achtung, es kommt ein neues Schild. Damit Sie und alle wissen, dass wir wissen und wachsam sind, fordern wir ebenso. Das geht besser. Deswegen fordern wir. Jawohl. ACTA gefährdet Menschenleben, bedroht das freie Internet, zementiert ein veraltetes Urheberrecht, drängt Wettbewerb und Handel ein, handelt nicht im Sinne geistigen Eigentums und ist vollkommen pervers. Hier und heute haben wir unsere Forderungen gerufen, aber auch unser Protest geht wieder weiter. Was mit ACTA nicht durchgesetzt wird, geht auch nicht mit iPad, denn wir fordern auch Stopp iPad! Wir sehen uns wieder, hier in Deutschland, in Europa und auf dem ganzen Planeten. Es geht Albrecht nicht, denn es sind Inhalte darin, die aus ACTA herausgenommen werden. Wolf sagt Danke und zum Schluss möchte ich euch alle nochmal gemeinsam hören. Stopp ACTA! Dankeschön, auf eine schöne Demo.